The Pyroraptor is a colorful and dangerous predator. Striking its prey quickly with sickle-shaped claws, its vibrant, fire-red feathers may be the last thing you ever see. Und das war der Species Field Guide vom Pyroraptor. Wir schauen uns den natürlich jetzt nochmal gemeinsam ein wenig genauer an. Und hier haben wir schon das erste Stoppbild, denn man sieht hier auch ein neues Biom. Das ist so eine sehr dschungelsumpfige Gegend, auch mit so coolen umgefallenen Baumstämmen und auch Nebel im Hintergrund. Wirkt wirklich sehr atmosphärisch, wenn dann auch so die Sonnenstrahlen durch die Bäume so durchstrahlen. Das sieht schon cool aus, diese ganzen Hängepflanzen hier von den Bäumen. Gefällt mir richtig gut, das neue Biom. Hier sieht man das auch nochmal, wie nebelig das ist. Das passt schon echt gut zum Pyroraptor. Die sind auch alle so richtig moosig, die Bäume. Aber gut. So, ich muss jetzt aber nochmal zurückspulen. Ich habe jetzt gerade nur auf die Hintergrundlandschaft geachtet. The Pyroraptor is a colorful and dangerous predator. Striking its prey quickly with sickle-shaped. Das sieht schon cool aus, wie der sich bewegt und wie der dann auch immer seine Flügel so ausstreckt. Der sieht schon böse aus. Hier sind auch richtig viele Büsche, das gefällt mir mega gut. Sehr beeindruckend. Na, was haltet ihr von dem Pyroraptor? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Also ich finde ihn wirklich mega bedrohlich und mega cool. Schreibt auch gerne eure Meinung zu diesem Biom in die Kommentare. Und jetzt würde ich mich noch sehr über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.